Wunderschön, guten Morgen. Heute ist es wieder super spannend. Ich befinde mich im Solling und bin erstmal eine ganze Weile durch Nebel gefahren. Viel mehr Nebel, als ich mal wieder gedacht hätte. Und hier bin ich jetzt unerwartet früh an die Grenze gestoßen. Ich dachte, die wäre weiter oben. Und ja, als ich das hier gesehen habe, da musste ich einfach anhalten und finde, dass das ein super schönes Motiv ist. Der Nebel hat sich jetzt gerade schon wieder ein bisschen zurückgezogen, aber das sieht einfach fantastisch aus hier mit diesem Wegverlauf und die Bank hier an der Seite und ganz besonders diese Eiche, die da unten steht, die gefällt mir richtig gut. Die Sonne braucht natürlich noch ein Weilchen, bis sie dann über den Berg kommt, schätzungsweise 15 Minuten. Und ich hoffe, dass der Nebel vielleicht wieder ein bisschen ansteigt hier. Aber soweit fantastische Stimmung, super Farben. Ich wollte eigentlich dann noch weiter hoch in den Wald und dachte, dass ich da den Nebel im Wald erwischen würde. Aber er zieht sich doch weiter in Richtung Uslar, in diese Richtung zurück. Es ist 7 Uhr, die Kirchenglocken läuten, die Hähne krähen und hier jetzt ein etwas weiterer Blick über das Nebelmeer. Der Nebel hat, wie gesagt, deutlich weiter hier reingereicht und hat sich jetzt 200 Meter zurückgezogen. Das sind die Kirchenglocken von Vale. Und an diesem pinken Streifen hier über dem Nebel am Horizont kann man sehen, dass die Sonne da schon aufgegangen ist. Da kommt das Sonnenlicht schon hin. Total spannend. Die steigt hier jeden Moment über den Horizont und ich habe jetzt hier keinen dichten Nebel mehr bei dem Ausschnitt, den ihr vorher gesehen habt, mit dem schönen Baum und dem Wegverlauf. Kein Nebel mehr, aber ein leichter Dunst. Und wenn die Sonne da reinscheint, dann könnte das trotzdem richtig schön aussehen. Würde aber allerdings auch ein bisschen dauern, bis die Sonne dann schön kräftig scheint. Direkt bei Sonnenaufgang wäre sie noch nicht kräftig genug. Ob es dann immer noch genug Dunst da auf dem Weg hat, ist die andere Frage. Aber wunderschön. Richtig spannend und schön. Und hier jetzt ein Blick in die entgegengesetzte Richtung Sonnenaufgang. Sonne geht jeden Moment auf. Ich sehe sie schon so ganz leicht in den Bäumen am Horizont. Der Nebel kam jetzt auch wieder ein bisschen reingezogen. Hatte gerade schon überlegt, ob ich vielleicht doch da hinten zu dieser Stelle da am oberen Waldrand, ob ich vielleicht dahin fahren sollte, weil ich da halt über dem Nebel sein würde und da noch ganz viel Nebel ist. Also das ist auch so eine typische Sache für mich, dass ich dann die Füße nicht stillhalten kann bei Sonnenaufgang und überlege, wo ist es vielleicht noch besser, und da fehlt mir manchmal wirklich die Geduld. Aber jetzt kommt gerade hier wieder ein bisschen was reingezogen. Fantastisch. Jetzt ist die Sonne aufgegangen und man sieht, es ist ganz schön diesig. Für ein Foto finde ich es jetzt noch nicht so schön. Bin mir nicht so sicher, ob ich warten soll, bis das Licht dann stärker wird und von weiter oben dann runter scheint. Eventuell so Sonnenstrahlen dann bei der Eiche entstehen. Vielleicht sollte ich auch mich mehr in Richtung Licht bewegen, dass ich dann die Sonne hinter dem Baum habe, dass sie so durch den Baum scheint, wäre jetzt auch eine Option. Allerdings, wenn das so diesig ist, dann ist das meistens nicht so richtig schön. Und der Nebel ist auch wieder ein Stückchen zurückgewichen. Hier ist jetzt nur noch Dunst übrig. Ja, warte ich jetzt oder gehe ich weiter in diese Richtung? Mal schauen. Während ich die schöne Eiche fotografiert habe, hat sich am Hang hinter mir, an diesem Waldrand, an dem Berg, den ich vorher gezeigt hatte, immer mehr und mehr Nebel gebildet. Und ich stand da dann einfach nur im Dunst. Das Licht war leider nicht so schön dann, auch wenn das Motiv richtig hübsch war. Aber da konnte ich dann natürlich nicht stehen bleiben, wenn es hinter mir immer schöner wird, da die Post abgeht. Da musste ich jetzt noch mal ins Auto springen. Bin nach Eschershausen gefahren. Oh, da sitzt ein Bussard auf diesem kleinen Hexenhäuschen. Da sitzt ein Bussard. Und es war nämlich ganz schön weit entfernt von der Location vorher. Und da wäre der Sonnenaufgang schon wieder vorbei gewesen, bis ich hierher gelaufen wäre. Aber das Licht hier, der Hammer.
Der Hammer. Ja, den Bus hat im Nebel. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich müsste da auch auf das Teleobjektiv wechseln. Noch sitzt er da. Noch sitzt er da. Vielleicht ist es ja doch eine Eule oder so. Hier. Auf diesem Häuschen da an der Spitze. Ha. Werde ich mir vielleicht noch genauer anschauen, wenn er da ein Weilchen sitzen bleibt. Ich glaube eher Bussard. Ja, hier mit diesem Licht, da muss doch was gehen. Das Schwierige heute war, dass ich den Sonnenaufgang an einer Location fotografieren wollte, wo ich noch nicht war, an einer neuen Location. Neue Bilder. Und das hat es halt ein bisschen schwieriger gemacht. Hier war ich ehrlich gesagt schon, aber das ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Es ist wirklich ein Jammer, dass ich an dieser Location nicht bei Sonnenaufgang war. Das wären fantastische Bilder geworden, wahrscheinlich die schönsten heute. Aber so kann es laufen in der Landschaftsfotografie. Naja, hier kommt der Nebel jetzt immer hochgezogen, hochgeschwappt und schwappt dann wieder zurück, hoch und runter. Und hier habe ich ein ganz hübsches Motiv gefunden. Hier am Wegesrand stehen Eichen und Hainbuchen. Die Hainbuche kriegt schon ganz langsam etwas Farbe in ihren Samen, die bald abgeworfen werden. Und ja, das Licht ist einfach ganz hübsch hier mit der Sonne, die auch von der Seite dann reinscheint, der Wegverlauf und die Schatten, die hier über den Rasen geworfen werden, die gefallen mir richtig gut. Ich habe jetzt die Eiche hier, die große, als Rahmen benutzt und das wirkt richtig rund hier. Die Eiche dann auf der linken Seite und dann die Schatten, die nach unten ins Bild reingehen. Also eine sehr hübsche Szene. Hier hört man auch super viele Vögel, den Grünspecht, mehrere Bussarde. Ja, also ansonsten habe ich jetzt hier noch keine Motive gefunden. Ich werde vielleicht mal jetzt da ein bisschen weiter in den Nebel, in den Wald reingehen und mal gucken, was ich da so finden kann. Mit der Nebelfotografie ist es ganz häufig wie mit dem schottischen Wetter. Da gibt es ja diesen Spruch, wenn dir das Wetter nicht gefällt, dann warte einfach eine halbe Stunde, weil es da so wechselhaft ist. Mit dem Nebel ganz genauso. Ich musste gar nicht nach da hinten in den Wald rein. Ich habe einfach nur 5 Minuten hier gestanden und dann kam noch mehr Nebel hochgezogen und etwas weiter hangaufwärts hier an diesem Weg. Super schönes Licht. Das Motiv an sich ist wirklich nicht spektakulär. Auch dieser Weg, der hier entlang geht, der Waldweg, der ist ziemlich hässlich, um ehrlich zu sein, mit den Spuren hier von dem Traktor oder so, der hier lang gefahren ist. Und auch die Bäume, nichts Besonderes. Auch Eichen und Hainbuchen, keine besonders alten oder besonders schönen Bäume, aber das Licht ist einfach fantastisch. Thank you.
Ein bisschen wurmt es mich ja schon, dass ich heute Morgen nicht da oben war bei Sonnenaufgang. Das wäre so cool gewesen, da bin ich mir sicher. Bin da oben jetzt die letzte Stunde rumgehampelt, aber der Nebel hat sich komplett aufgelöst. Nur noch so ein leichter Dunst in Richtung Eschershausen und Uslar. Da erkennt man auch die beiden kleinen Häuschen. Und auf dem hinteren, da war der Bussard heute Morgen. Naja, ich wollte ja andere Bilder bekommen. Das hat auf jeden Fall geklappt da hinten am Waldrand, auf einem Waldweg. Da bin ich ganz happy mit den Fotos, die mir da gelungen sind. Heute ist der letzte Tag von ungefähr 7 Tagen, wo es jeden Tag Nebel gab. Eine wunderschöne Hochdruckwetterlage, die jetzt zu Ende geht. Jetzt wird es richtig wechselhaft, Gewitter ziehen auf. Und das war der krönende Abschluss heute, jedenfalls von der Nebelmenge her. Die Sonne scheint, die Temperatur ist angenehm, die Luft ist hervorragend und es ist windstill. Also auf geht's wandern. Ich möchte jetzt hier die Gegend ein bisschen näher erkunden, wo ich noch nicht unterwegs war. Ich glaube, das sage ich häufiger, aber hier war ich wirklich noch nicht unterwegs, bin ich mir sicher. Werfen wir noch mal einen Blick auf die Wanderkarte Steinberg. Befinde mich hier am Parkplatz und möchte jetzt hier am Wanderweg Fuchsloch erstmal entlang laufen. Und hier sind auch weitere Wanderwege eingetragen, die werde ich mir nicht anschauen. Die Scheibenstandeiche, die interessiert mich ja natürlich, da müsste ich hier nur einen kleinen Abstecher in diese Richtung machen. Bin mir nicht sicher, ob ich das mache, denn die soll 350 Jahre alt sein, ist nicht so alt. Also ich stelle mir nicht vor, dass sie imposant ist. Da haben wohl Jäger ihre Schießkünste ausgetestet an dieser Eiche. Und am Harzblickturm hier, da war ich schon, die Aussicht ist sehr eingeschränkt. Hier steht zwar, machen sie einem das sehr schmackhaft, bei schönem Wetter und klarer Sicht können sie von dem in der Karte markierten Aussichtsturm nicht nur die nahegelegenen kleinen Sollingtäler, sondern auch bis zum Harz, Göttingen und den Hohen Meißner und bis ins ostwestfälische Bergland schauen. Naja, das war vielleicht früher mal. Also ich möchte auf jeden Fall hier so an den Feldern entlang, weiß nicht genau wo lang, und wollte mir diesen Wald hier mal vielleicht genauer anschauen und ja, also dann irgendwie vielleicht so wieder zurück hierhin. Bin noch nicht sicher, wo genau, aber diese Gegend möchte ich mir jetzt mal anschauen. Da unten könnte ich jetzt auch am Waldrand entlang. Da gibt es so eine Rückegasse, aber ich weiß nicht, wie weit dieser Weg führt. Der sieht zwar schon interessanter aus als dieser Weg, den ich jetzt hier entlang laufe. Aber wer weiß, wie lange der da unten lang geht. Ich glaube, der wird dann bei irgendeiner Wiese münden. Und hier geht es dann auch gleich am Waldrand entlang. Und bin sehr gespannt, was es dann alles zu sehen geben wird. Hier ein Blick vom Waldrand auf Wale im Mittelgrund und Uslar im Hintergrund. Es liegt noch der Dunst, der Nebeldunst von heute Morgen in der Luft. Hier am Wegesrand kann man einen Pfad erkennen, der in den Wald führt. Ich dachte zuerst, das ist ein Wildwechselpfad, aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man hier Stufen in die Erde gehauen.
Und das machen eigentlich nur Jäger. So Trampelpfade in den Wald hinein. Ich wette, da gibt es ja irgendwo einen Jägerhochsitz. Einmal durch den dunklen Fichtenwald. Da sehe ich auch schon den Hochsitz, einfach nur dem Weg folgen. Und vielleicht ist da ja irgendwas auf der Wiese. Meistens suchen sich die Jäger natürlich gute Positionen aus. Hier sehe ich jetzt leider nichts. Schöne Ausblicke hier. Da hinten stehen einige Rinder und eigentlich wollte ich mir den Wald hier ein bisschen genauer anschauen. Das mache ich auch vielleicht gleich auf dem Rückweg. Aber hier, finde ich, sieht es auch ganz interessant aus. Da oben müsste, glaube ich, auch eine Wiese sein. Vielleicht ist da ja irgendwas. Diese Wiese habe ich mir gerade von der anderen Seite angeschaut. Da war der Jägerhochsitz. Nicht der, sondern weiter da muss er gewesen sein. Also hier war ja nichts. Oh. Aber hier steht eine super schöne Eiche. Ach. Wow. Die sieht klasse aus. Ja. Die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Kann man jetzt nicht so gut erkennen hier auf dem Ultraweitwinkel. Aber wenn man hier in die Krone schaut. Schon ein imposantes Bäumchen. Aber ich möchte jetzt noch mal einen Blick auf die andere Wiese werfen. Da ist die Eiche noch mal. Vielleicht kann man sie von hier ganz gut sehen. Naja, ist ein schöner Baum. Aber hier geht's auch hoch, habe ich gerade gesehen. Da kann ich doch jetzt auf die Wiese gucken. So schön. Aber leider auch keine Wildtiere, so wie es aussieht. Naja, hätte ja sein können. Dann laufe ich doch noch mal ein bisschen weiter in diese Richtung und schau mal, was es hier noch gibt. Eine herrliche Stille. Wunderschön. Hier ist das Eichhörnchen gerade in den Baum rumgehüpft. Genau hier. Und das hat eindeutig Eicheln gemümmelt. Und ich frage mich, wo es die her hat. Weil hier steht überhaupt keine Eiche. Da steht eine große Lärche. Und ich glaube, das sind hier Haselsträucher, die hier auch stehen. Und das hat hier eine Nuss nach der nächsten weggepflückt. Aber da können ja keine Eicheln wachsen. Und
Ja, es hat eine Eiche nach der nächsten gemümmelt. Vielleicht hat es die in seiner Backe gehabt und dann zwischendurch eine rausgenommen und verputzt. Anders kann ich mir das nicht erklären. War eine wunderschöne Begegnung, ganz toll. 5 Minuten konnte ich das beobachten. Ist hier total aktiv und schnell rumgelaufen in den Bäumen, an den großen entlang. Hat auch einen super lauten, hat richtig Lärm gemacht, wenn es dann an der Rinde entlang gelaufen ist. Und jetzt ist es weiter in die Richtung, hat mich hin und wieder angeschaut. Er hat mich hier natürlich direkt auf der Wiese stehen sehen, aber hat sich nicht groß drum gekümmert. Jetzt habe ich doch ganz schön viele Wiesen abgeklappert. Auch einige, die überhaupt nicht eingezeichnet waren auf den Karten. Hab nach Wildtieren Ausschau gehalten, keine gesehen. Nur Hochsitze jede Menge um die Wiesen rum. Da wird natürlich alles abgeballert, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Oder selbst dann. Hab auch keine Vögel vor die Kamera bekommen, hab viele gesehen und war dann kurz davor, ein Foto machen zu können, nachdem ich sie dann endlich in den Bäumen ausgemacht habe. Viele Spechte habe ich gesehen, aber hat leider immer nicht geklappt. Hab auch gehofft, dass ich vielleicht noch mehr alte Bäume am Waldrand finde, aber hab nur die eine alte Eiche gefunden. Ja, das schönste Erlebnis war mit dem Eichhörnchen. Das hat so ein Radau gemacht. Das war wirklich schön, das zu beobachten. Und schade, dass das heute Morgen nicht geklappt hat mit dem Nebelsonnenaufgang. Aber wenn man sich an der Nebelgrenze, Obergrenze halten möchte, dann kann das auch mal schief gehen. Die ist halt beweglich. Am Anfang, als ich am Baum und dem Weg war, da war so viel Nebel, dass ich gehofft hatte, dass ich nicht im Nebel versinke. Aber dann hat es sich halt so stark zurückgezogen, dass ich dann die Location wechseln musste. Und da war ich dann leider zu spät für den Sonnenaufgang. Trotzdem noch ein paar schöne Fotos machen können, hoffe ich. Und jetzt bin ich gleich wieder am Ausgangspunkt der Tour angekommen. Das soll es also gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Was auch immer ihr tut, habt einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.